Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Attack of the B-Team. Wieder mit dabei der Captain Agony. Hallihallo, deine Chestplate hat 8 Eisen gegeben. Ernsthaft? Mhm. Heilige Scheiße. Ja, meine Batterie füllt sich gerade auf, also ich glaube so in 2 Tagen ist dann einfach die Batterie voll. Wenn man die dann 2 Tage lang die Solaranlage arbeiten lässt. Da sind meine Nims, ich hab's euch gefunden. Kommt rein hier. Nein, kommt rein. Ah. Lass das Zeug doch nicht da liegen, ihr Unfähigen. Dann werde ich ganz kurz nochmal. Ist die Schmelterin gerade frei? Ah ja, ein Stück davon. Golden Chestplate. Ja, und den Müll halt hier reinpacken. So, ich habe das Manylium erstmal wieder rausgenommen, dass wir Platz haben. Aus der Smeltery? Mhm. Achso. Hast du zu Blöcken gemacht? Mhm. Sehr schön. Ne, zu Ingots. Ja, kann ich so auch machen hier. Aber die Diamant-Leggings, die kann man nicht anscheinend verschmelzen. Die hat gar keinen Fortschritt. Die fast kaputt ist. Ich weiß es nicht. Ne, die auch nicht. Schade. Gut, dann aber zumindest ein paar Eisendinger noch. Da muss man das irgendwie, weiß ich nicht, wegmachen. So, her mit den ganzen Ressourcen. Wo seid ihr? Ich glaub, her. Nicht viel. Lass einfach mal erstmal alles aus der Smelterie wieder raus. Dann können wir sie wieder vollhauen. Ja. So, dürfte jetzt leer sein. Ah ne, da kommt noch ein bisschen was. Na, ich muss gerade so Items holen. Man hat echt zu klein. Gibt es denn nicht eine Möglichkeit, noch ein größeres Inventar zu haben? Wo sind jetzt die Items wieder hin? Komm her hier. Ah, die sammeln das wieder ein, das ist auch cool. Die Imps sammeln das wieder ein, wenn man es sich mitgenommen hat. Echt? Jo. Wenn man zu weit weg ist, dann haben sie es wieder im Inventar. Oh, das ist natürlich cool. Das ist ziemlich gut, ja. Ein paar Rubine bekommen, sehr schön. Jetzt ist immer noch die Frage, wo hauen wir unsere Items hin, die wir wegmachen wollen? Was hast du gerade gemacht? Was hast du getan? Ich hab da mal so ein Glas reingemacht. Dass wir mal reingucken können. Ah, funktioniert das? Hast du natürlich ein bisschen was rausgenommen, ja? Ein bisschen was rausgefallen dann wieder, ne? Okay, Bögen kann ich alle nicht reinmachen. Was machen wir mit dem? Wo kann man die vernichten? Keine Ahnung. Gibt es einen. Wo hast du eigentlich den Laser Drill? Der steht noch in der Mob-Falle. Ah ja. Wo ist natürlich eins da unten? Wobei, wenn wir den. Wenn wir den mal. Eine Etage weiter runter und dann kannst du es ja in den Strahl reinwerfen, wenn du Bock hast. Ja, ich hätte gedacht, ich packe jetzt einen höher, aber gut, wir können es auch so machen. Ich darf nur mein Master-Stuff nicht reinpacken. Wäre doof. Ein bisschen. So, das kommt weg, das kommt weg. So. Ja, das ist unsere Zerstörmaschine hier hinten. Mhm. Falls du Items nicht mehr brauchst. Hier bist du richtig. So, ich habe noch einen Bogen, interessanterweise. Ne, habe ich doch nicht mehr. Mich würde es halt sogar. Ja. Kann man den normalen Spitzhacke abbauen? Ja, ne? Was? Den Laser Drill? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, kann man. Ich möchte den nämlich eine Ebene nach oben packen. No! Braucht er etwa Energie? Ne, doch nicht, wollte schon sagen. Dass der von Grund auf nicht speit. Na, ist ja cool. Jetzt haben wir unsere Entsorgungsanlage. Ist doch schön. Gut, dann gucken wir ganz mal, was man in der Solaranlage macht. Ah, das ist so genial. Ich glaube, die Seed Bricks lohnen sich nicht so wirklich in der Smeltery. Ah. Irgendwo ist ja noch einer. Irgendwo einer fehlt noch. Aber egal. So, dann den nächsten Mal. Dig Mineshaft. Da, viel Spaß. Ja, so eine kleinen Sklaven sind schon eine feine Sache.
Ah, ich will trotzdem nach oben gucken nochmal. Und die Batterie ist da zur Hälfte voll. Ja, jetzt generiert weniger Kilowattstunden, Kilowatt 3,6. Das ist echt genial. Mal gucken, wie viel 5 Megajoule dann halt im Endeffekt sind. Ja, aber so richtig weiß ich nicht, wofür ich die Batterien benutzen könnte. Halt als Energiespeicher halt. Warum hast du hier noch ein Glas hingebaut? Damit man da drauf steigen kann und reingucken kann. Das ist ein Affe, ey, wir können fliegen, ey. Ist doch egal. Oh Mann, so, dann machen wir das mal wieder weg, das Ding. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Smelly ist besser. Genau, machen wir das Ding mal wieder leer. Hast du noch Clay? Nö. Alles, das ist. Warum? Ich denke, du brauchst noch mehr. Achso, du brauchst noch mehr? Ja, ist doof, ne? Musst du dir selber herstellen. Oh. Da, so ist das. Was könnte ich. Genau, ich wollte immer noch die NASA Workbench bauen. Wo war die denn jetzt? Schau mal gleich mal. Sonst muss ich einfach mal. T1-Rakete. Wie hast du die hergestellt? Na, einfach Clay eingeben. Und dann halt zweimal Slag. Ein Dirt und ein Bucket Wasser. Und das Slag kriegst du halt, wenn du im Induction Smelter Sand mit dem Dust, also mit dem Staub, vermischst. 25%ige Chance. So, jetzt suche ich nach der Scheiße in NASA, aber ich reicht jetzt. Ich finde das sowieso hier nicht. NASA. Da haben wir sie ja. Hab ich sogar alles hier? Das ist ja interessant. Gefunden? Ne, ich raste gerade gar nicht so. Ich mach gleich. Lass mal. Wenn du dich so prasselig anstellst. Advanced Wafer. Ein Stück. Eine Redstone Torch. Oh, wir haben kaum noch Redstone Torch, ist auch krass. Eine Crafting Table, ob wir noch eine haben? Nee, leider nicht. Ich muss Glaube auch selber nicht, nein. herstellen. Nee. Muss ich mir jetzt 4 Holz genehmigen, damit ich mir eine Crafting Station bauen kann. Das ist ja unfassbar. Das ist unfassbar, ja, was von mir verlangt wird hier. Na, ich habe Achievement Get Benchmarking. Super. Was bringt Richtig. das? Ich habe eine Weiß Crafting Station keiner. gebaut. Ach Ein so, Stick und cool. ein Cobblestone. Ja, richtig. Und Stick. Dann schauen wir mal, ob das was wird. Compressed Steel habe ich eigentlich im Inventar. 4 Stück. Ja, bauen wir es mal selbst zusammen. Ist immer noch am sichersten. So, da haben wir es. Die NASA Workbench. So, wo setzt man die denn hin? Keine Ahnung. Weiß Warte nicht, mal wie viel ganz Platz sie braucht. kurz. Ich auch nicht. Wir machen mal sowieso ganz kurz hier Workbench hier woanders hin. Dahin. Not enough room. What the fuck? Wo ist sie? Meine NASA Workbench ist weg. Wie weg? Ich habe die gerade gesetzt und da stand not enough room. Und Geil. dann war sie weg. Wahrscheinlich oben platziert? Nee, auch nicht. Wo ist meine fucking Workbench hier? Ah! Er sagt mir nicht, die ist weg. Dann cheat ich mir die jetzt. Ohne Scheiß, wenn die jetzt weg ist, cheat ich mir die. Leute, was soll das? Wo ist meine Workbench? Tja, gute Frage. Du machst Sachen. Siehst du irgendwo eine Workbench, die hier eigentlich nicht hingehört? Nö. Ich auch nicht. Vielleicht unter uns? Gucken wir mal. Nö. Hast du nicht hingesetzt? Ich habe sie da rechts von der unserer Crafting Station gesetzt, von der normalen. Hier. Warte, genau, hier hin, hier so. Hier so. Und die ist jetzt weg. Not enough room und weg ist. Ich relog mal ganz kurz. Würde aber auch nicht. Vielleicht ist hier noch im Inventar, aber es hat sie auch nicht wiedergegeben. Kann ja sein. Kann sein. Ist aber nicht so. Hab's auch nicht im Inventar. Das Ding ist weg.
Verkackt. Ist okay, nehme ich mir die Cheater? Nein. Alles klar. Ich mach die jetzt nicht nochmal neu. Wobei es ist nicht viel. Ja komm, wir machen es nochmal neu. Wir cheaten ja nicht. Letzte Redstone Torch, die wir hier mitnehmen. Zwei Sticks. Ah, mittlerweile kenne ich es. Ganz auswendig schon. Dummerweise. Zwei Stück davon. Dann brauchen wir das Wafer, ein Stück davon. Dann brauchen wir Steel, vier Stück. Das ist das Ärgerlichste halt, dass alle vier Steels weg sind. Und hat noch vier Wood, um mir eine Crafting Station zu bauen. Hast du gerade irgendwas rausgenommen? Hast du, nee. Nee, hast du nicht. Was? Nichts, nichts. Ich bin unschuldig. Absolut. Glaube ich dir aufs Wort. Der wird schon wieder nicht setzen, ey. Weil ich die Dinger noch nicht gebaut habe. Ich baue jetzt einfach mal alles in die Schmelze rein, was man irgendwie schmelzen kann, würde ich sagen. Ja, mach mal. Das klingt nach einer guten Idee. Das klingt nach einer exzellenten Idee. War ja auch meine Idee. So, jetzt habe ich eine NASA-Workbench. Ich werde die jetzt einfach draußen hinsetzen. Auf dein Feld. Nee. Ja, die Frage ist, wie groß ist die halt, ne? Ah, gute Batteriefüllung. Ich werde sie einfach. Ja, hier draußen ist aber auch doof, ist mega ungesichert. In deinem Dings ist schön gesichert. In deiner Farm. Niemals. Kannst meine Farm nicht kaputt machen. Würde ich ja nie machen. Ich würde sie als. Na, kann ich auch nicht machen, das ist viel zu weit weg. Kein Bock, jetzt mal hinzulatschen, ey. Wir sollten uns hier noch so ein. Ich baue sie mal hier hin. Ah ja, ruck dir mal die Nase rechts. Raus okay. Und gleich rechts. Hey, das sieht interessant aus. Da kannst du halt die Rakete bauen. Aber nur eine. Achso. Nur eine Tier-1 Rocket. Jetzt muss man eine neue Schematik freischalten. By completing dungeons on planets and moons. Das heißt, wir müssen also erstmal mit der ersten Rakete, mit der Tier-1 Rakete irgendwo hinfliegen. Dann dort was machen. Können wir die nächste freischalten. Achso, bei Tier Rocket 3 Coming Soon steht da. Oh, ich mach jetzt gleich den scheiß Elevator weg, ey. Nein, lass den! Das ist cool. Ding ist doch illegal, ey. So, jetzt ist die Frage, was brauche ich für die Tier 1 Rakete? Dann gucken wir mal. Brauchst du da zufälligerweise Clay? Ach stimmt, wollte ich dir auch noch machen. Aluminium, 64 Stück. Gib her hier. 128 Sand. Damit der kleine Dash die Ruhe gibt. Du Nervbold. Ja, so bin ich. Achso, ich muss ja das reinpacken. Na, schade, dass es immer nur eins macht. Ein zweiter Pulverizer wäre echt cool. Fossil. So, habe ich meine. Ah ja, doch, die sind hier noch irgendwo. Meine Grabviecher. Oh, machen den Elevator echt bald weg, ey. Jetzt auf einmal. Ich darf nicht, aber du da, darfst ja schon, oder? Ich habe ihn ja hingebaut. Ist mein Eigentum. Ist mein Eigentum. So, bauen die noch? Weißt du, wo habe ich die hingepackt? Hier? Ist noch sind sie da. Ah doch, da unten siehst du, glaube ich, ne? Oder? Was? Ah, nee. Bist du das? Nee, bist du nicht. Wollte schon sagen, hier ist ein Bett gewesen. Oben. Ja, irgendwo fehlen meine Minions. Oh, was haben wir denn da? Meine Minions stehen hier oben rum. Ihr Unwürdigen! Wo genau? Na hier, in dem Raum mit unseren ganzen Maschinen drinne. Sehr toll. Hier alle schön rum. Ist ja wirklich sehr toll. Ja. Tatsache, da sind sie alle. Na, begrüßt ihr euren Meister? Na, komm, gib mal her hier. Alter. So much items. Ja? Na klar, immer. Vor allem so viel Cobblestone. Ist halt die Frage, was wir mit dem Cobblestone machen können. Ja, aber später werden wir es einfach vernichten. Die Scheiße, 10.000 wegschmeißen, aber wir haben ein bisschen Platz, weißt du?
Das werden wir nicht alles aufheben können. Ja, Mistdown, was kann man damit so Schönes machen? Gar nichts, nein. Wir könnten uns so, wie gesagt, wir könnten so einen richtig geilen Zaubererturm bauen oder so, weiß ich nicht. Einfach aus Steinblöcken. Oder eine Burg, weiß ich nicht, mal so ein riesiges Bauprojekt starten. Mhm. Ich meine, wir haben, wie viel Cobblestone haben wir? 17.000, 18.000. 17.000. So, Minions, ihr kommt mal schnell mit. Ihr werdet wieder was abbauen gehen. Danach mache ich gleich die Rocket. Die Rocket. So, Dick Mineshaft. Auf geht's. Viel Spaß. Was war das denn? Was? Oh, sind wieder in die Arbeit gegangen. Ach so. Instant Teleport. Hat ein bisschen komisch geklungen. Ja, ist halt so. Klingt halt alle komisch. Genau, ich wollte trotzdem. Ja, ich wurde abgehalten von deinem Kack. Von deinem Kack, Slack hier. Das ist nicht Kacke. Das ist Kacke. Mach dein Scheißding selbst. Wirklich, ja. Aber? Darf's nicht. So, meine Tier 1 Rocket, da haben wir sie. Storage. Ich denke mal, ich werde die mit dem besten Store machen. Storage Space. Aber mit drei Kisten ist ja nicht viel Unterschied. Nö, Kisten sind es nicht gerade das größte Problem. Dann werde ich erstmal die Kisten machen, das ist das Schwierigste von allem. Diese Kisten, die sind so unglaublich schwierig. Da haben wir schon mal eine. Ja, und die restlichen ja auch noch. Da haben wir schon mal die Chests. So. Den Rest machst du, ne? Was? Ah, nix, nix. So, was brauchen wir jetzt? Eine Nose Cone. Heavy Du. Okay, erstmal. Naja, machen wir erstmal das hier. Ein Ingot Compressor. Gibt's sowas auch noch als extra Gebäude? Ist ja natürlich auch interessant. Ingot. Nö, gibt's nicht. Achso, man muss es einfach nur. Okay. Das Kompresst müssen wir sogar nochmal kompressen. Ist ja auch interessant. Steel. Ist die Frage, wie oft brauchte ich das? Tier 1. Dreimal. Das heißt also 6 Steel, 6 Aluminium, 6 Bronze. Oh, haben wir gerade noch so, ne? Alu. Haben wir noch, wunderbar. 6 und Bronze. 6. Schön, dass wir mal alles auf Vorrat machen. Das ist super. 6 und wo sind die anderen? Und was machst du gerade so schön? Das machst du ganz viele Blöcke. Ja. Alter, krass. So viel Kupferohr. Aber da wird gerade kein Lava nachgefüllt oder es wird zu viel verbraucht? Hast du zu viel verbraucht, okay. Hä, wieso? Ja, weil da nur 8,5, nicht alles voll war. Beim Lava-Tank von dir. Bei der Smeltery. Nö, der ist voll. Bei mir stand 3850. Deswegen habe ich mich gewundert gerade. Ah, jetzt ist er wieder voll, glaube ich. Ne, hier steht also, der wird halt verarbeitet die ganze Zeit. Naja, aber der ist ziemlich voll. Ja, ja, schon klar. Ich dachte nur, ob man da noch ein zweites Ding hinbauen kann. Wäre natürlich ziemlich cool, wenn es dann schneller gehen würde oder so. Was meinst du, einen doppelten Smeltery Controller? Nee, so ein Lava-Tank noch. Aber das Problem ist ja nicht die Lava, das Problem ist ja, dass es zu langsam verarbeitet. Ja, aber vielleicht mit. Nein, das ist zweiter Lava-Tank. Du kannst allerdings hier hinten einfach noch ein zweites Smeltery bauen. Hier hinten. Nein. So. Nicht? Warum das nicht? Ja, da baue ich die eine hier größer. Ja, da so. Ah, da unten ging ja nicht wegen. Jupp. Redstone. Nach oben geht auch nicht mehr wegen Haus. Es sei denn, wir bauen die einfach durch unser Haus durch. Was ist denn da genau oben drüber? Nichts eigentlich, aber das sieht auch kacke aus. Ja, und? Ist doch wobei? Ist ein Kamin. Fertig. Mach mal oben so einen Block hier weg. Und guck mal, was ist. Wo ist es? Hier ist es? Oh ja, kann man machen. Sieht gut aus. Dann Bau ist höher. Es hier. Bau höher. Bau noch ein paar höher. Einfach bis hier oben hin, bis zur Decke hier. Über der Decke können wir sogar auch noch, weil da ist ja auch noch nichts. Und ich denke, da wird auch nie was hinkommen. Immer schön nach oben. Da musst du mir halt ordentlich Clay bauen, ne? Da musst du mir aber ordentlich Dienst erweisen. Mach ich gerne, wenn ich Clay krieg. So, du weißt ja nicht mal, welche Dienst ich meine. Noch egal. Ha! Okay. Wenn du das sagst, dann ist das so. Scheiße. Was los? Wir haben wieder Blut in unserem Ding drin.
Mann, 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 ey, der Ski. So, Redstone ist meine, das ist auch meine, das ist auch meine. Mein scheiß Copperohr hier, ey. Ja gut, das Ding geht halt direkt am Fenster vorbei, ist halt ein bisschen doof. Das ist eine Latte, ey, als ob wir den Scheiß da oben gebrauchen können, ja. Das benutzen wir eh nicht. Benutzen wir eh nicht. Dann sollten wir auf jeden Fall auch noch mehr Dings reinpacken hier, mehr dieser Faucet, also mehr Smeltery Drain. Kannst du den nicht theoretisch rüber, überall auch an dieser Ecke hier machen? Ja. Dann mach überall hin, ne? Dass wir so viele Blöcke wie möglich gleichzeitig rausfließen lassen können. Ja, na ja, gut, vorne können wir, lassen wir es so, aber hier an der Seite kann man noch drei hinmachen und hier kann man noch wenn einen hinmachen. Wenn das ewig riesig ist. Ich mache jetzt gerade etwas überdimensioniert viele Sticks, aber es muss sein, ich die ganze Zeit die Sticks suche. So wenig Sticks hier. Sticks. Haben wir noch so ungefähr 100 Stück in der Truhe, 500 Stück. Ja, jetzt habe ich wieder alle reingepackt. Warum so viele? Ja, weil ich die scheiß Redstone-Torches für alles brauche. Für alles. Du weißt doch, ich mach gerne alles groß und so. Ja, aber 500. Ja, du weißt, wie schnell die weg sind. Die sind überhaupt nicht schnell weg. Ja, werde ich dir zeigen. So, ich habe zumindest schon mal so ein Nose-Cane fertig. Schauen wir gleich mal. Ach nee, Nase-Workbench. Oder? Muss ich das dort bauen? Oder muss ich jetzt das normale Shape-Crafting? Ja, mal gucken. Tier-1 Rocket. So, zack, Tatsache. Ich habe eins fertig. Ein Nose-Cone. Das ist schon mal... Die Nase vorne. Fertig. So, jetzt fehlen nur noch... Ach, nee, also ernsthaft. So eine ganze Scheiße ja auch noch. So viele Heavy-Duty-Plates. Okay. Das wird heftig. Kein Stahl mehr. Gut, das heißt, ich muss Eisen... Aluminium. 9 Stück auch nur noch. Bronze. Haben aber auch noch ordentlich was davon. 24 Stück. Aber wir müssen kurz mal eine Pause machen. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder von Minecraft Attack auf DB Team. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao. Tschüssi.